In weiten Teilen Asiens haben die Menschen eine besondere Sonnenfinsternis beobachtet. Dabei schob sich der Mond genau zwischen Erde und Sonne. Da die Sonne nicht ganz verdeckt wurde, war ein leuchtender Ring sichtbar. Das Himmelsschauspiel begann auf der arabischen Halbinsel und zog in einem breiten Streifen über Südindien und Südostasien bis zum Nordpazifik. In Bangkok versammelten sich zahlreiche Schaulustige, um die Sonnenfinsternis zu bestaunen. Ich bin aufgeregt, weil ich es noch nie gesehen habe. Die Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse, das ist mein erstes Mal. Ich habe versucht, eine Spezialbrille zu bekommen. Es war aufregend und gut zu erkennen heute. Obwohl die Sonne nicht ganz bedeckt war, war die Finsternis klar zu erkennen. Die nächste ringförmige Sonnenfinsternis wird im Juni zu sehen sein, allerdings nur in einem schmalen Streifen von Afrika bis Nordasien.